Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy. Ach Kinders, wie ich diesen Konsolenkrieg liebe. So viele Kommentare, einfach herrlich. Wie wär's mit noch einer Runde? Ja, auf geht's! Nach all dem Scheiß, der über die Xbox One gesagt wurde von Microsoft selber, scheint sie nun auf die Spiele zu pochen. Anscheinend ist die Xbox One Tatsache eine Game-Konsole. Wer hätte das gedacht? Kurz vor Release wollen sie jetzt beweisen, dass die Spiele das Wichtigste sind. Am Ende sind es die Spiele, die die Xbox One herausstechen lassen, sagte Phil Harrison, Corporate Vice President von Microsoft. Bestes Konsolen-Line-Up ever. Wann das VRS-Gerät rauskommt, wissen wir zwar immer noch nicht, aber ganz toll wird nochmal die Kooperation mit EA und FIFA 14 angesprochen. Dass es sich hierbei nur um eine Wiedergutmachung gegenüber den europäischen Ländern handelt, die ihre Box erst im nächsten Jahr bekommen, sei mal vergessen. Sony musste im Gegensatz dazu nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, kurze Sätze scheinen schon zu fruchten, wie zum Beispiel bei der Gamescom-Pressekonferenz. Zitat: Während andere ihre Story immer wieder änderten, blieben wir bestätigt. Ständig, fair und im Interesse der Konsumer. Mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Mir ist übrigens komplett scheißpumpe, was ihr für eine Konsole kauft. Ich hoffe nur, dass ihr ordentlich suchtet. Trotzdem ist natürlich eure Meinung gefragt in den Kommentaren. Kommt, zerreißt euch. Ja, hasst euch, Kinders. Mehr Gameplays, Videos und natürlich News bekommt ihr bei uns täglich. Abonniert uns also, es lohnt sich. Liked das Video, geht oben links in die News-Playlist oder guckt einfach eins von diesen beiden Videos oder sogar beide, denn die haben wir in letzter Zeit für euch hochgeladen.